Klaus aus der Kleinstadt, in dem sie den Führerschein macht. Das hat sich Jasmin Berlin überlegt. Aber weder im Theorieunterricht noch bei der ersten Hilfe läuft's wie geplant. Ich bin bruchtot. Der erste Hilfeschein ist gerade so bestanden, da schleift Mama Liesen ihre Tochter auf den Verkehrsübungsplatz. Wieder eckt Jasmin an, aber fasst den Mut, sich in ein Fahrschulauto zu setzen. Abseits der Straße soll sie nun eine Vollbremsung üben. Und dann sage ich jetzt und dann machst du PAM mit den Füßen. Wenn das mal gut geht. Und Gas. Und jetzt. Jetzt, jetzt! Aber du musst das Gas wegnehmen. Hab ich das auf dem Gas gedrückt? Ja, hat man gehört. Ja klar, das hab ich gehört. Am Anfang habe ich die Bremse mit dem Gas vertauscht. Hab ich Gas genommen, wo ich eigentlich bremsen sollte. Gott! Oh, ich hab's hinter mir! Wie, ich hab's hinter mir? Ich hab's hinter mir, ich hab's hinter mir. Und ich will wieder Auto fahren. Die Bremsung, die war eigentlich ganz okay, aber die war mir zu heftig. Ich hatte beinahe gar keine Luft mehr bekommen. Ich hatte so eine Angst da drin. Wenn du jetzt hektisch wirst, wird es nicht besser. Okay? Also ganz ruhig. Wieder Luft da? Ja. Alles klar. Okay, dann fahren wir mal wieder weiter. Die Bremse loslassen? Zum Fahren wäre das ganz gut, ja. Nach den Übungen auf dem Parkplatz funktioniert's auch auf der Straße. Keiner lacht mehr. Jasmin beginnt, ihrem Lehrer zu vertrauen und sich ihm zu öffnen. Also mir gefällt das hier viel besser als in der Theorie, weil die Leute, die haben, ich denke mal, dass die über mich gelacht haben, weil ich manchmal falsch lag oder so. Ja, nee, aber die lachen ja nicht nur über dich, die lachen ja dann auch über andere oder so. Also das weil, wenn du dann noch gelacht hast, habe ich dann auch gedacht, du lachst dann auch mit denen wegen mir. Deswegen bin ich auch rausgerannt. Du darfst das nicht immer alles persönlich nehmen. So, Gas weg und dritten Gang. Schön und geradeaus. Zum Abbiegen brauchen wir einen zweiten Gang. Gar nicht so schlecht. Ohne Quatsch jetzt, Jasmin. Das machst du wirklich echt nicht schlecht. Wirklich nicht. Ich traue mir alles zu, wenn du dabei bist. Wenn ich dabei bin? Ja. Machst du das jetzt richtig? Gerade? Ja, ganz gut. Ganz gut. Mama, traust du mir noch? Nee. Ja, du lässt ja hängen am Steuer. Mama, vertrau mir bitte. Ich gucke auch, dass du heil ankommst. Ja, da will ich hoffen. Ich habe nur zu Gott gebetet. Vertrauen ist nicht, obwohl selbst ihr Lehrer die 24-Jährige Lob schafft, Mama Liesel es nicht, ihre Tochter endlich mal zu unterstützen. Gerade als es am besten läuft, will sie das Auto verlassen. Ich muss raussehen. Alles klar. Ja, verpiss dich doch. Jasmin ist sauer und die 53-Jährige sucht nach Entschuldigungen. Ich konnte nicht mehr mit ihr fahren, weil da war eben zu viel und da war mir schon schlecht und alles und... Ja doch, hier ist das richtige Gefühl nicht mehr dafür. Ihr geht aber auch manchmal nett miteinander um. Mhm. Hä? Naja. Na gut. Halt Mutter-Tochter-Geschichte. Während Liesel sich mit dem Taxi auf den Rückweg zur Fahrschule macht, taut Jasmin im Auto auf. Doch sie hat nicht nur Spaß, sondern wird auch übermütig. Boah! Ey, da kann man sich aufregen. Ja, klar. Also ihr aufbrausendes Temperament würde ihr natürlich irgendwann mal auch im Wege stehen. Spätestens auch, wenn sie dann einen Führerschein hat, dann wird sie ihn halt dann nicht mehr lange behalten. Ne? Nächstes Mal sage ich Idiot. Ja. Hört sich auch direkt besser an, findest du nicht? Ja, okay. Wir arbeiten mal dran. So ein bisschen Gas geben. Fahr doch mal! Verpiss dich. Ich brauche meinen Platz. Hallo, Was denn? Nee. Jasmin ist in ihrem Element, auch wenn bei all der Freude die Konzentration etwas leidet. Oh, langsam, locker bleiben, locker bleiben. Hallo, Gas weg. Gas weg. Okay? Ich bin gar nicht los. Nee, ich gebe aber kein Gas. Also irgendeiner von uns beiden muss ja Gas geben. Das Fahren hammergeil. Die 24-jährige Hartz-IV-Empfängerin hat endlich ihre Leidenschaft fürs Autofahren entdeckt. Ihr Fazit nach der Fahrstunde ist deshalb eindeutig. Geil! Der Fahrlehrer, der ist so nett, dass ich auf jeden Fall bei ihm meinen Führerschein durchziehe. Auf jeden Fall mache ich meinen Führerschein. Ja, ich lasse mich überraschen. Jasmin sagt schon mal viel, sie macht das jetzt, sie zieht das jetzt durch und so. Und da kommt im Endeffekt, nee, aber ich mache das doch nicht. Und, hast du dich gut angestellt? Ganz gut. Ist ausbaufähig. Auf jeden Fall habe ich Bock, meinen Führerschein mit zu machen. Danke, dass du mir nochmal Mut gemacht hast. Ja, bitteschön. Also, Gangschaltung ist doch nicht so schwer, wie ich dachte.
Okay. Dann schönen Tag noch. Geil, Scholz. Und melde dich. Mach ich. Ja. Tschüss, Hundi. Tschüss, Hundi. Ciao. Jasmin ist glücklich, doch bis zum Bestehen der Führerscheinprüfung ist es noch ein langer Weg. Die Zukunft wird zeigen, ob Jasmin die Kleinstadt Lenig irgendwann am Steuer eines Autos verlassen wird. I'm just gonna drive, drive, drive.